Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, schön, dass Sie auch in dieser Einheit wieder mit uns dabei sind, in der sich jetzt alles um E-Learning und Blended Learning dreht. Ich starte jetzt wieder mit einer kurzen Einführung in das Thema und möchte zunächst mit Ihnen einen Blick auf die verwendete Terminologie und auf die Definitionen werfen. E-Learning ist ja die Abkürzung für Electronical-Based Learning. Und wenn man diese Abkürzung ernst nehmen würde, dann kommt man zu einer unglaublich breiten Begriffsdefinition, denn elektronisch basiert ist ja wirklich vieles. Das fängt von jedem PC an bis natürlich Video, Kamera, Radio, Fernsehen und so weiter. Die Medienpädagogik fasst die Arbeit mit diesen Medien ja auch unter mediengestütztes Lernen zusammen. E-Learning im engeren Sinn meint aber etwas anderes. Es meint nämlich wirklich die Arbeit und das Lernen mit dem Internet und je nach Definition auch noch das Lernen mit lokal installierter Software. Wir sind aber gar nicht wirklich Fans des Begriffs E-Learning, denn E-Learning fokussiert unserer Meinung nach eigentlich nicht auf das Richtige. Es geht ja nicht um das Elektronische, sondern es geht in erster Linie um die Unterstützung des Lernens. Daher bevorzugen wir den Begriff des technologieunterstützten Lernens oder in der englischen Abkürzung TEL für Technology Enhanced Learning. Unser Kollege Martin Ebner hat kürzlich mit der provokanten Aussage aufhorchen lassen, E-Learning ist tot. Für Schülerinnen und Studierende ist E-Learning tatsächlich kein Begriff mehr, weil die digitale Welt für sie die normale ist, in der sie sich ganz natürlich bewegen und natürlich auch lernen. Sie sind praktisch immer irgendwie online. Insofern ist E-Learning für sie einfach Lernen. Nur die Lehrenden gehören häufig noch einer Generation an, in der der Begriff E-Learning Sinn macht, weil sie ein anderes Lernen besser kennen. Man könnte vielleicht sagen, wenn man von E-Learning spricht, outet man sich hinsichtlich seines Alters. Möglicherweise erinnern Sie sich an den Begriff des Farbfernsehens, der in ähnlicher Weise aus der Alltagssprache verschwunden ist. Um die verschiedenen Formen zwischen Online-Lernen und Präsenzunterricht zu unterscheiden, möchte ich gleich nochmal Martin Ebner und Sandra Schön zitieren, und zwar mit ihrem Modell der Barbecue-Typologie. In dieser Typologie entspricht der technologiefreie Präsenzunterricht einem blanken Würstchen am Grill. Wenn Technologieeinsatz dazu kommt, kommt im Modell Senf und Ketchup dazu. Und mit der zusätzlichen Unterstützung durch ein Lernmanagementsystem wie zum Beispiel Moodle würde daraus ein Hotdog. Ein Schaschlik-Spieß entsteht dann, wenn sich Präsenzphasen mit reinen Online-Phasen abwechseln. Und das reine Online-Lernen mit unterschiedlichen Werkzeugen wäre in diesem Modell ein Gemüsespieß. Der ist zwar nicht so fleischlich, aber auch sehr nahrhaft. Bei all dem gilt, Ziele und Inhalte haben Vorrang vor Methoden. Es geht ja ums Lernen und nicht um die Technologie. Wir werden also in der Erwachsenenbildung weiterhin von der Zielgruppe ausgehen, Lernziele anvisieren und die Methoden daraus ableiten. Um noch weiter bei einer kulinarischen Metapher zu bleiben, zuerst steht die Frage, was wir zum Dessert essen möchten. Wenn es Torte ist, dann werden wir zum Mixer greifen, weil es damit leichter geht, Torte zu backen. Aber wir werden nicht Torte machen, nur weil wir einen Mixer haben. Was sind nun im Feld des technologiegestützten Lernens wirklich wesentliche Tools in der Erwachsenenbildung? Wir haben für den eBEMUG drei Aspekte herausgegriffen. Zum einen stellen wir Lernmanagementsysteme vor, also zum Beispiel Moodle. Zu Moodle gibt es anschließend ein eigenes Video, daher gehe ich nicht an dieser Stelle darauf ein. Und als zweites möchten wir Ihnen dann das Lernen mit Apps näher bringen. Auch dafür haben wir ein eigenes Video bereitgestellt. Als drittes möchten wir Sie dann auf ein Lehr-Lern-Setting aufmerksam machen, das mit den Online-Möglichkeiten neue Bedeutung gewonnen hat, nämlich auf das Flipped-Course-Design. Der Begriff kommt vom Flipped Classroom und to flip something bedeutet ja etwas umdrehen. Flipped Classroom ist daher ein umgedrehtes Klassenzimmer. Es meint einen Ablauf, bei dem die Lernenden nicht mehr in die Klasse kommen und anschließend Hausaufgaben machen. Im Gegenteil, sie erarbeiten die Inhalte erst selbst und kommen dann in die Klasse. Im Bereich der Erwachsenenbildung sprechen wir hier vom umgedrehten Kurs oder eben Flipped Kurs. Für das eigenständige Lernen als Vorbereitung sind dabei natürlich Technologien hilfreich.
Man kann ja als Vorbereitung nicht nur Literatur bereitstellen, sondern auch Erklärvideos oder Vortragsvideos und man wird konkrete Aufgabenstellungen zu diesen Materialien geben. Wenn die Lernenden selbstständig mit diesen Unterlagen arbeiten, dann tauchen oft Fragen auf, die sie beim reinen Zuhören gar nicht hätten. Das Präsenztreffen dient dann dem Austausch und der Beantwortung dieser Fragen. Wir haben für Lernangebote in diesem Design gute Rückmeldungen bekommen, weil es gleich zwei Bedürfnisse befriedigt: etwas selber zu erarbeiten und sich persönlich auszutauschen. Zum Abschluss dieses ersten Videos noch ein paar technische Tools zum Erstellen von Lernvideos für alle, die sich mit Lernvideos näher beschäftigen wollen und vielleicht Interesse haben, solche zu produzieren. Für das Erstellen von Videos war für lange Zeit der Windows Movie Maker ein wunderbares Tool. Er war bei älteren Windows-Versionen als Bestandteil des Betriebssystems vorinstalliert. Das ist er zwar jetzt nicht mehr, er kann aber als Teil des Windows Essential Pakets über die Microsoft-Website kostenlos bezogen werden, beziehungsweise unter dem Link, den Sie weiter unten in unserer Einheit finden. Der Movie Maker ist einfach zu bedienen und die mitgelieferten Funktionen sind ausreichend für eine einfache Videobearbeitung. Allerdings wird das Programm nicht mehr weiterentwickelt, sodass wir es nicht als Zukunftslösung empfehlen können. Die zweite Möglichkeit besteht darin, eine PowerPoint-Präsentation zu verfilmen und sie zu vertonen. Dafür empfehlen wir das Tool VoiceThread. Es handelt sich um eine Web 2.0-Anwendung, die in der Basisversion gratis ist. Sie müssen sich dafür nur registrieren. Die vertonten Präsentationen, die Sie damit erzeugen, können Sie mittels Link mit den Lernenden teilen. Wenn Sie diese in einem Videoformat exportieren möchten, brauchen Sie dafür allerdings die kostenpflichtige Version. Das Programm ermöglicht die Aneinanderreihung unterschiedlicher Medien und es gibt auch eine Kommentarfunktion. Zu diesem Tool gibt es eine ausführliche Anleitung von Evi Frank, zu der wir unten in der Einheit den Link bereitgestellt haben. Sie ist zwar für den Schulbereich geschrieben, enthält aber inhaltlich auch für uns alles Wichtige. Eine dritte Möglichkeit für ein Lehrvideo ist die Verwendung eines Gratis-Tools für die Videoaufnahmen Ihres Bildschirms. So etwas gibt es als Web 2.0-Tool in Form des API-Recorder von APowerSoft. Mit diesem Tool können Sie alle Bewegungen auf Ihrem Bildschirm aufzeichnen und Sie können die Webcam bei der Aufnahme einfügen. Die Gratis-Lizenz für private Anwenderinnen umfasst nur die Nutzung für nicht kommerzielle Zwecke. Nach der Installation eines Assistenten kann man mit ein paar einfachen Funktionen Videos erzeugen und auch auf dem eigenen Rechner speichern und teilen. Eine deutschsprachige Bedienungsanleitung finden Sie auch für dieses Tool weiter unten in der Einheit. Und schließlich können Sie die Sache mit den Erklärvideos auch mit Ihrem Smartphone angehen und ein paar Euros in den Kauf eines Apps investieren. Dafür können wir besonders für Apple-Userinnen das App Explain Everything empfehlen. Dieses Tool kann man 30 Tage lang kostenlos ausprobieren und es ist eine Art interaktives Whiteboard, das an Microsoft Paint erinnert. Am Tablet funktioniert es wegen der Bildschirmgröße natürlich noch leichter. Wenn Sie an grundsätzlichen Tipps für Lehr-Lernvideos interessiert sind, legen wir Ihnen die Broschüre Gute Lernvideos von Sandra Schön und Martin Ebner ans Herz, die Sie ebenfalls bei den Materialien zur Einheit finden. Ich verabschiede mich jetzt fürs Erste wieder und wünsche Ihnen viel Spaß bei den nächsten Videos und dann natürlich beim selber Ausprobieren.